Und euch einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Dieselfreunde. Wir sind wieder in Warschau. Ich bin gestern Abend im Flieger hier angekommen, habe oben in meinen Räumen übernachtet. Wir haben einen Wahnsinnsmorgen, es ist 6:30. Schaut euch den Sonnenschein hier an, das verspricht ein richtig schöner Tag zu werden. Habe auch gestern schon die Daten von BCP zugeschickt bekommen. Wir fahren in die Ukraine. Und ihr wisst ja, ich habe dieses große Map-Update gemacht. Und ja, und das vor allen Dingen wieder handgeschaltet. Mit Cummins Ice X Power. Das freut mich. Mein Kaffee to go oben mitgenommen, deswegen muss ich mal ein bisschen schlürfen. Der ist auch noch richtig heiß, den muss man noch ein bisschen kalt werden lassen. Und ja, coole Sache. Hab mir gestern Abend natürlich nochmal meinen Zug hier angeschaut mit Trailer und allem drum und dran. Steht da wie am ersten Tag. Frisch geputzt, da hat hier nochmal eine Kolonne hier Bescheid gesagt. Die sind hier nochmal mit den Lappen durchgegangen. Und ja, ich selber bin heute leger angezogen. Was haben wir dann an? Ein Moment, Moment, Moment. Ja, mein Poloshirtchen. Und gehen aber nochmal rum. Ich würde sagen, wir machen die Haus- und Hofrunde richtig. Sonst keine Ahnung, warum ich jetzt hier schon wieder halbe Sachen machen möchte. Ah, Home Sweet Home hat mich hier auch schon ein bisschen eingerichtet. Ach, schön, ne? Ja. Das Bubbele. Gut, Warmlenkanlage an. Ah, gucken wir uns das Ganze mal von außen an. So. Ja, ich muss mir jetzt mal wieder dazu kommen, hier am XT weiterzuarbeiten. Wie gesagt, Moment, das Hauber-Video steht ja auch noch an. Da werde ich mich mal so ein bisschen drauf konzentrieren. Ich werde gleich nochmal auschecken aus dem Spiel. Ich sehe, ich habe noch das falsche Kennzeichen. Und das machen wir gleich noch. Das ist noch vom MAN. Hat auch Spaß gemacht, den zu fahren. Muss ich ehrlich sagen, da darf sich der neue Fahrer auch richtig drauf freuen. So, jetzt machen wir hier nochmal. Jawohl. Ihr verzeiht mir das, ne? Wenn ich jetzt hier nicht jeden Reifen so abklopfe, wie sich das gehört. Weil das wird es ja so, diese Soundlage entsprechend bei jedem machen. Ja, sieht auch gut aus. Wunderbar. Was sind eigentlich diese gelben hier? Ah ja, okay. Diese Sache muss ich auch noch regeln. Müssen wir gleich mal, das machen wir gleich mal zusammen, ganz kurz. Das ist immer, wenn du wieder zurückkommst von einem anderen LKW. Und Haarschaltung, Geweih. 12 Gänge fortgeschritten. Wunderbar. Wir hatten ja immer eine Automatik drin. Der ist ja auch in diesem Profil jetzt mit drin. Jawohl. Kurze Bremse raus. Ach, das sind Bremsleuchten. Die sind gelb. Das ist ja komisch. Na gut. So. Aber wir gehen mal weiter mit unserem Pre-Trip. Außen Hofrunde. Alles ordnungsgemäß. Wir sind immer in Gefahrstoffklasse hier. Ist hier alles zu. Jetzt mal. Jawohl. Das passt alles. Alles dicht. Die gehen auch. Wunderbar. Hier noch kurz. Ist drinne. Jawohl. Das sieht alles gut aus. Beleuchtung funktioniert auch, wie sie sein soll. Ja, ich weiß, es ist blau, Freunde. Es ist blau. Das ist eigentlich. In Deutschland wirst du angehalten. Aber hey, diese Freiheit hier im Spiel, das gesteht mir zu. Die nehme ich mir. Wunderbar. Schön. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch reinspringen. Und. Dann können wir die ausmachen schon mal. Und ich werde nochmal ganz kurz das Kennzeichen ändern, weil ich finde, das gehört einfach mit dazu. Dazu machen wir das Auto mal aus und sehen uns gleich wieder. Das würdet ihr gar nicht mitkriegen, wenn ich es nicht dazu sagen würde, ganz So, ehrlich. erledigt. Passt wieder alles. Ich liebe es. KSTA, der ist klar, der ist ja. Und vorne KSTA 620. Gut, Lämpchen dürfen wir noch anmachen. Dann würde ich sagen, holen wir unsere Ladung von BCP ab. Und raus. Ich lasse mal oben noch ein bisschen auch meine Anzeige mit an. Ich will noch mal gucken, wie diese neuen Karten.
wird zu einer Belastung führen. So, da müssen wir raus, das ist das Loch. Von der Karte her, das kann ich euch ja für die, die das Video nicht gesehen haben, mit dem Megam-Update, noch mal ganz kurz zeigen. Wir haben jetzt also hier, ja, wir haben die Romania Extended, wir haben RusMap, das hatten wir vorher schon, wir haben Great Steppe, wir haben Southern Regions, wir haben den Road Connective Fix zwischen Southern Regions und Turkey Map, wir haben Sardinien, wir haben AfroMap, wir haben Swedish Islands. Ja, und ansonsten die Pro-Mods. Ne? So ein bisschen was habe ich gemacht. Das heißt, wir haben erst unter 30% erkundet. Finde ich sehr cool. Und unsere Tour, die geht jetzt, glaube ich, hier so in diese Gegend. Also bei Kiew müsste die jetzt gehen. Noch sind wir ja im... dabei, uns die Ladung zu besorgen. Die haben wir dann auch gleich. Fahren wir ins Industriegebiet rein, in das andere von Warschau. Aber war schön, am Wochenende zu Hause zu sein. Wahrscheinlich fliege ich zum nächsten Wochenende wieder nach Kassel, je nachdem, wo ich bin und ob ich es schaffe. Weil dann nämlich der neue Liner dann soweit zumindest äußerlich im Farbkleidchen dasteht. Und den will ich dann ganz gerne abholen. Und dann nach Rostock fahren zur Übergabe. Das würde heißen, wenn das passt, würde ich zum Donnerstag nach Hause fliegen, Abend. Sodass ich dann Freitag möglichst auch schon mit Ladung von Kassel, dass es keine Leerfahrt wird, den Burschen nach Rostock bringen kann. Da reicht Donnerstagabend zum Fliegen vollkommen aus. Alles cremig hier. Ja, wie gesagt, damit ihr auch in den Genuss seid, der Karte der Großen kommen könnt. Und natürlich Fahrmöglichkeiten jetzt ohne Ende auf Basis der Pro-Mods. Der Marian, der fährt hier auf Basis der TSM schon eine ganze Weile ab. Wir belassen das auch so, weil wer ein bisschen TSM gucken möchte, der kann ja gerne mal bei Marian immer reinschauen. Ich bleibe hier bei Pro-Mods. Ich habe nichts gegen TSM, ich habe so früher sehr lange selber gespielt, aber es ist halt von der Story her. Passt das so weit und Kassel sieht halt aus wie Kassel. Und bei der TSM schlichtweg weiß ich es nicht. Das haben wir heute auch nicht. Ich liebe es wieder in diesem Auto zu sitzen. Das ist wieder Nordhessen-Liner. Diese beiden, das sind halt meine. Ja, apropos Nordhessen-Liner.
Ihr seht den Kontostand selber, 2641, rauf und runter, insgesamt runter. Muss aufpassen, dass ich nicht ins Minus komme, deswegen heute Morgen zügig durchfahren, dass ich morgen da bin. Es gibt immerhin 1900 Euro für diese Tour. Wir fahren, glaube ich, Methanol in die Ukraine. Da könnte ich mir auch Schöneres vorstellen. Also nicht, dass die Ukraine nicht schön ist, aber mit quasi einem Sprengsatz hinten dran, leicht entflammbaren, in Krisengebiete zu fahren, das, tja, gibt es, glaube ich, schönere Zeiten und Arten, Art und Weisen, sich die Zeit zu vertreiben. Vorsicht, bin dicker. Stokes müssen wir. Ich überlege irgendwann, wenn ich mal mit Y-Lenkrad hier drauf sitze. Ich muss halt einfach die Zeit finden. So, hier vorne, rechts und dann links. Ordentlich hier aus. So, okay. Wo habt ihr das Zeug für mich? Wunderbar, alles da. Sehr schön. Ja, 1911 Euro für 226 fahren wir. Wo darf ich denn hin? Gesagt. Hier vorne winken sie mich her, okay. Dann fahren wir da mal hin. Wunderbar, kann ich wenigstens hier über den Schiff. Aufpassen, dass so eine Betonkante. Müssen wir ein bisschen weiter hier rüber reinstellen. Da können wir viel Blödsinn bauen. Wir einigen uns darauf. Abfahrtzeit ist von hier, weil das ist sonst frisst mir zu viel Zeit. Weit links gerade. Ich habe da mal Hochachtung vor den Tastaturfahrern. Ohne Track IR und so weiter. Gut, er muss das vielleicht von außen machen, aber trotzdem. So eine interessante Ladung hier mit dem so ein Open Deck, den hätte ich auch noch gerne, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Haben wir ja, haben wir in der Firma. Mal gucken, dass ich mit denen nicht auch mal irgendwann wieder hinten dran mache, aber jetzt steht erstmal die BCP-Tour da. So. Okay, und so passt das. Lichtlein aus. Aus der Schmalz. So, Tür zu. Mal gucken, wo hier das Loch ist. Ah, er winkt mich schon ran. Hallo?
Ah, you wanna start? Okay, Takuyem. So, das heißt, es geht los jetzt hier 7.50 Uhr. 1 Uhr ist Abfahrtzeit, halbe Stunde ist vielleicht schon vergangen. Das heißt, wir machen jetzt 9 Stunden 30 bzw. 10 Stunden 30 obendrauf. Das heißt, ich darf fahren. Oh, 7 Uhr, 8 Uhr, 18 Uhr, 18.30 Uhr. Ja, okay. So, nochmal ganz kurz, ob hier alles in Ordnung ist. Jo, okay. Hier ist zu alles. Wunderbar. Gut, dann kommen wir nach vorne. Und die Reise beginnen. So, wunderbar. Motörchen an. 810 Kilometer vor uns. Also werden wir heute nicht schaffen, aber morgen kommen wir im Laufe des Vormittags an. Bin gespannt, wie die Ukraine aussieht. Hab schon gehört, das soll wirklich schön aussehen. Bye bye, do svidania. Ich weiß, das Polnisch heißt das anders, aber. So, kommen wir hier rum. Wir könnten ein bisschen mehr Motorsound vertragen, weil ich finde den Sound wirklich schön, also nicht nur, dass es meiner ist. Basis ist ja wie gesagt, geht ja Richtung eine Mischung Kriechbaum, GTM, Tom Diesel, VS Terminus und so weiter. Und viele Sachen dabei, aber ich finde ihn gelungen, muss ich ehrlich sagen. So, Lichtlein an. Nochmal wieder ein bisschen Gelegenheit auch am XT zu arbeiten, weil dann fallen mir die Sachen auf. Ich glaube, letzten Gang kann ich noch ein klein bisschen länger übersetzen. Das ist immer ganz gut, mal so ein Automatik mal, so ein SCS mal nebenbei zu fahren. Wie den MAN mit schön lang übersetzten Getriebe. Und wenn ich höre, dass ihr den mit Automatik so im Bereich 27 Liter fahrt, voll ausgeladen. Ja, das war jetzt gestern noch das, beziehungsweise Freitag noch das Einfahren, das dürft ihr nicht vergessen. Dann. Merke ich, dass ich da noch ein bisschen beim Handschalter Defizite habe und das liegt aber auch hier in dem Getriebe, das ist auch, naja, wenn ihr so wollt, selbst gebaut. Koeffizienten schieben. Aus Warschau rauskommen.
klar, jawohl. Vorne geht's recht. Oh, herrlich, ne? Wie er kämpfen muss. Auch so richtig stampfen. Darf ich hier? Bei dem Blitzer bin ich mir da gerade nicht so sicher. Fahren wir lieber erstmal vorbei. Was ich noch machen müsste, ist mir von Jesse Cat, das werde ich dann beim nächsten Mal machen, gleich danach runterladen, mal die neuen Fahrzeuge für die Rusmap, dass wir die auch dabei haben und dann ein bisschen mehr typischeren Ostblockverkehr zu haben. Moin! Hehres Ziel für die Eurasien-Runde ist eigentlich, den Durchschnittsverbrauch unter 40 zu kriegen. So, Käffchenzeit. Lauwarm ist er noch. Wie sieht das jetzt aus? Wie viel Landstraße fahren wir denn? Ich glaube ziemlich viel. Lublin vorbei. Reschow. Das sieht dann aus wie eine Schnellstraße. Hier kommt die Grenze Ukraine. Bin gespannt, wie die gemacht ist. Das schaffen wir heute noch. Ich denke mal, dass wir dann hier wahrscheinlich übernachten werden. Ja. Also beim Kartenladen hier merkt man schon, dass da unheimlich viel mitgeladen werden muss. Naja, aber Speicherauslastung so bei 8,2 GB, ungefähr so Promos-Niveau. Das ist okay. Das auch wieder. Ja, schön. Vorhin hatte ich so viel zu erzählen, das fällt mir gerade gar nicht ein. Ich komme überhaupt nicht in den Redefluss gerade. Fangen wir mit MAN an. So, der ist jetzt, wie gesagt, am Freitag hatte ich ihn gleich noch, Freitagnachmittag in die, bei uns in der Werkstatt geschoben. Und bei so vielen, wie wir momentan umrüsten, so viel, wie ihnen das gefällt, überlege ich halt, da könnte man fast eine Servicekraft bei uns anheuern. Und da Business draus machen. Nein, ich werde keine Lack- und Tuning-Schmiede, Lackierbude aufmachen und für anderen Skins erzeugen. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Sondern halt, das betrifft das Spiel. Weil was ich dann, wenn ich das machen wollen würde, an den Stundensätzen aufrufen würde, was mir meine Freizeit wert ist.
Klaus würde die als Frechheit empfinden und ich hab einfach darauf keine Lust, das für Dritte zu machen, glaubt mir das. Also man ist hier mit diesem Tagebuch schon beschäftigt, mit den ganzen Sachen, die nebenbei laufen. Und ganz ehrlich, Skin macht auch unheimlich viel Spaß. Gerade wenn du es selber machst, wenn du dann siehst, was entstehst. Und das ist für niemanden zu schwer. Du brauchst ein Grafikprogramm, es gibt PaintNet, kostenlos. Ein extrem leistungsfähiges Programm, da brauchst du kein Photoshop. Da kann man alles mitmachen. Dann brauchst du noch DXD, BMP, um die Konvertierung in vernünftiges DX-Format, DSD, DDS-Format, ja Gott nochmal, vorzunehmen. Und das ist schon alles, mehr brauchst du nicht. Ja. Mehr braucht man nicht. Und dann kann man loslegen. Ein bisschen reingucken in die Strukturen, sich die DDS rausholen, der entsprechenden Trailer und Zugmaschinen und fertig. Also so mit der Einstellung der Bremsen gefällt mir das sehr, sehr gut, weil die Masse kommt richtig gut rüber. Also mal eben runterbremsen wie im PKW, das geht einfach nicht. So, wir haben was anderes hier als mit dem Logitech. Weil die Pedale so weich sind, hier mit der Druckzelle muss richtig drauf langen. So. Wenn es interessiert, wir haben 22 Tonnen Methanol drauf. Wir könnten ganze Dörfer vernichten. Und jetzt sind wir erstmal schön auf der Bahn. Ja, deswegen, Skin macht auch Spaß, wenn du dann siehst, wie es entsteht, wie sich die Striche, die du halt im Grafikprogramm dann ziehst, über das Template, nachher im Spiel auswirken. Das ist total schön und wichtig ist, glaube ich, die eigenen Anforderungen am Anfang erstmal nicht zu hoch zu schrauben, sondern erstmal anfangen, vielleicht mal ein Bild draufsetzen, eine Farbe, einen Schriftzug und dann sukzessive wird das immer mehr und wird auch immer besser. Da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das mussten wir alle lernen. Na, ich wusste es. Danny hatte ja gesagt, es gibt Verkehrsmod, weil die meisten nerven mich einfach, indem die das Verkehrsaufkommen so hochschrauben, wo die Intelligenz der anderen Verkehrsteilnehmer verbessert ist. Ehrlich gesagt kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Wenn ihr da einen wisst. Also ich kenne hier, wie heißen sie gleich? Da gab es so Dings, Verkehrsmod, Schullis oder so, wie ist der? Ne, Rudis, ne? Also der hat mir gar nicht gefallen. Den hatte ich früher mal drin, da wart ihr auch schon mit dabei, mit YouTube. What the heck? Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich hier dran. Der war nicht meins. Ich bräuchte einen so mit gleichem Verkehrsaufkommen, aber erhöhter Intelligenz, wenn es sowas gibt. Ich glaube, erhöhte Intelligenz, das ist eigentlich ein Eingriff in die Engine, weil alles andere ist ja nur ein Koeffizientenspielen. Aber es kann auch sein, dass ich mich da täusche. Und dass es da was gibt, die mehr können. Das ist genauso wie in den Grafikmods, die alles entweder nur Kontraste ändern, Farben intensivieren, aber verbessert wird dadurch, es wird nur eine Farbwahrnehmung und nur eine Kontrastwahrnehmung geändert, aber die Grafik wird nicht verbessert. Und das Problem ist, du kriegst das Zeug dann nicht mehr runter. Deswegen ist es immer lieb, wenn er mich darauf hinweist, auf einen Grafikmod, aber danke, möchte ich nicht haben. Ich
finde, die Grafik sieht so schon fantastisch aus, wenn du alles auf Ultra stellst, einen entsprechenden Monitor hast, das nochmal vorausgesetzt, da brauchst du keinen Grafikmod. Ich hatte sowas mal, so einen Reshader auch und so weiter und möchte ich nicht mehr. Wenn ihr damit glücklich seid, schön, also ich möchte es nicht. Bewegt er sich eher nach oben. Da bin ich mal gespannt. Da hoffe ich auf die Weiten Russlands. Kasachstan müsste eigentlich die Great Steppe. Was ist das, wie ich das mal ausspreche? Great Steppe. So, naja, weil der Steppe halt hinten dran ist. Ne? So Great Step. Steppy. Wie auch immer, wir verstehen, was gemeint ist. Müsste eigentlich zu meinem Verbrauch positiv mit beitragen. Ja, aber zurückkommen zum MAN. Da freue ich mich schon total drauf, also auf zwei Dinge. Und auf das eine freue ich mich mehr als auf das andere. Einen LKW vorzustellen, gerade im Transart-Kleidchen, und dann auch nochmal ein anderes Modell, nicht immer Scania, nicht immer DAF, sondern hier mal auch ein MAN, der auch wieder eine gewisse andere Klientel anspricht, weil gerade das Innenleben ist doch, finde ich, beim MAN eher nutzfahrzeugorientiert, wenn man so möchte. Ne? Das Äußerliche finde ich auch nutzfahrzeugorientiert, aber das hat was. Das hat einfach eine Optik wie so ein Fels, finde ich. So sehr monolithisch wirkt der. Und ja, das Innendesign, das muss man mögen. Also ich kann mich auch damit anfreunden. Finde es aber ehrlich gesagt hier im DAF und insbesondere in den Scanias noch ein bisschen gemütlicher. Aber deswegen finde ich es ganz gut, dass die unterschiedlichen LKWs auch unterschiedliche Gruppen ansprechen. Und es gibt ja auch richtige MAN-Fans. Und gerade wenn er dann im Kleidchen dasteht und wir uns dann auch um das Interieur und so ein paar Sachen kümmern, dann, ich sage auch wir, weil das hat einen gewissen Hintergrund. Ich werde da zwar auch einiges machen, aber naja, erzähle ich dann, wenn es soweit ist und ich den überführe. Ja, und wenn er nur so einen neuen LKW abholt, um dann mal wieder drauf zurückzukommen, dann ist das immer wieder was Besonderes, finde ich. Den in dem neuen Kleidchen zu sehen. Aber noch viel mehr freue ich mich dann, wenn der neue Fahrer bei uns anfängt. Und das ist ja schon diese Woche, also Spielwoche. Und wir dann zusammenarbeiten können. Das finde ich cool. Da freue ich mich natürlich noch mal eine ganze Ecke mehr drüber. Ja, wir müssen die Zeit im Auge halten, bis 18:30 darf ich. Vögel. Muss mich immer noch ein bisschen dran gewöhnen. Am Anfang fand ich das Speichenlenkrad so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt möchte ich nicht mehr ohne, weil es hat doch was. Es ist einfach oldschooliger. Ne? So viel Gas muss man gar nicht geben, verschwendet nur Diesel. Vorne kommt schon der nächste Kreisverkehr. So, kräftig am Bauen hier an der Autobahn. Ja, Polen, das ist so ein richtiges, so ein Land auf dem Weg nach vorne. Das spürst du auch richtig.
ohnehin schon immer ein sehr stolzes Land gewesen, leider auch oft Spielball zwischen den größeren Nationen. Ich finde, das hat kein Land verdient. Und so geht ein schönes Land. Ja, also viel Natur, sondern auch noch urtümlicher. Ja, wo immer. Was schon? Ah, 70, okay. Dampfstoff. Ach, ich freue mich so richtig, wieder nach Russland zu fahren. Freue ich mich. Und jetzt auch die Ukraine zu sehen und so viele neue Sachen. Also ich kann mich da noch dran erinnern, hier Wolgograd, die Tour nach Engels. Boah, das war Hammer, da hinten lang zu fahren. Das hat richtig Spaß gemacht. Das erwarte ich eigentlich für diese Tour auch wieder. Und diesmal BCP, die wollen ja mit mir so eine große Runde abfahren. Für mich ist Werbung pur. Ja. Obwohl es im Grunde genommen keine große Rolle spielt, ob die in der Türkei wissen, dass es eine Firma Transart gibt, weil dafür ist das Land ein bisschen zu weit weg. Aber you never know, ne? You never know. Finger in den Po. Oh, Dankeschön. Toten Winkel jetzt befindet. Breschow. Also ganz tiefe Verbundenheit mit Polen haben ja, das weiß ich zumindest natürlich, Marian. Er hat ja auch tatsächlich polnische Wurzeln. Und Janusz, ein Zuschauer von mir aus Österreich, Nähe Wien. Eisenstadt müsste das sein. Ja, und jetzt dann entschuldige, wenn ich noch jemanden vergessen habe. Und ich selber bin auch gerne auf Geschäftsreise oder hatte ich ja erzählt, mit Dacia damals in Polen. War noch später nochmal, ich hatte auch mal eine Zeit lang so ein A6 Allroad. Und damals, als sie neu rauskam mit der Biturbo V6 Maschine, 3 Liter mit 313 PS hatte, glaube ich, und Drehmoment von 650 Newtonmeter, das hat das Auto eigentlich erst richtig interessant gemacht. Und danach wollte ich dann nochmal V8 fahren. Aber gut, Geschichte muss ich jetzt nicht immer wieder erzählen. Und oh ja, auch riesige Verteilerzentren, meine Fresse. Aber mit Motorrad bin ich auch wahnsinnig gerne in Polen. Gerade wenn du so von der Grenze weiter so reinfährst ins Land und gerade dann so Richtung Krakau, die gebirgigen Gebiete. Herrlich, wirklich schön. Sagte er, bis die Polizei ihn anhielt. Oh, süßer kleiner Mac ist hier. Guck mal. Quatsch da ein. Ich hatte mal so einen Burger King und Mac ist in Venedig gesehen, auch so in so einem alten Gebäude drin. Das hatte richtig was. Ich dachte, das wäre grün. Komm, du kostest mich ganz schön Zeit hier.
Also das wäre mal schön, wenn man so diese Ampelschaltung ein bisschen anpassen könnte. Dass man nicht immer diese rote Welle hat. Ist auch schon mal an, oder? Schon 70 dürfen wir hier. Jetzt fangen wir vorne hier an zu schleichen. Wenn irgendwo die Möglichkeit nach Pause nochmal gibt, dann werde ich die mal wahrnehmen. Ja, brauchen wir dringend was zu trinken. Aber ich denke, mit dem MAN haben wir eine gute Wahl getan. Also richtig zuverlässiges, vernünftiges Arbeitsgerät auch. Gut ein bisschen höher motorisiert, als er eigentlich müsste. Für 40 Tonnen hätte es auch die 13 Liter oder 12,7 hat er, glaube ich. 12,4 Liter Maschine getan. Mit 500 PS gehen hier mittlerweile. Ne? Und aber hey, der Kauf war gut. Nur weil er eine größere Maschine drin hat, muss er nicht immer mehr verbrauchen, weil wir haben ja selber gesehen, der läuft sehr schön untertourig. Und so kann man ihn dann noch fahren und so wie ich halt den neuen Fahrer kenne, wird er das auch tun. Ach nein. Aber ihr seht, ich habe die Strafen ein bisschen angepasst. Ne? Das waren jetzt 110, das war mal deutlich höher. Weil sonst machte ich das hier fertig mit der Zeit. Und normalerweise kann ja auch eine Geschwindigkeit nicht aus einem fahrenden Fahrzeug, was dir entgegenkommt, gemessen werden. Bullerei, wir müssen aufpassen. Insofern ist es schon fair, so ein bisschen nach unten zu drücken, aber trotzdem so hoch zu lassen, dass es weh tut. Das sieht schon nach Grenze aus hier. Okay, fahren wir ganz langsam ran hier. Wir sind ungefährlich. Mal gucken, uns werden sie sowieso wegen Gefahrstoffe auswinken. Da schon die Ukraine. Wahnsinn! Huhu! Ich freue mich total. So. Okay. Sind wir schon weit genug dran? Okay. Ein bisschen müssen wir noch. War ein bisschen Außenzaun. Das ist doch mal eine schöne Aufnahme hier eigentlich, ne?
gucken. Okay. Ja, ich hoffe, dass alles okay ist. Okay, wunderbar. Dankeschön. Jetzt los. Das ist ja ein schönes Stück Straße hier. Aber hoch. Ja. Mein lieber Scholli. Das zwickt ja sogar hier unseren 620 PS Pracht Porschen in die Knie. Okay, fast noch einen halben Runterschalten. Okay. Jetzt geht's voran. Das könnte was für ein Thumbnail sein. Ukraine, Freunde. Ukraine. Cool. Freue ich mich. Schönes Ding. Erste Mal. Ja, musste sich mühen. Das lippt wie Sahne. Scheint sie zu mögen, sich zu verschanzen, aber das kann ich ja verstehen hier bei der Straße. Das war. Uiuiui, ja, ordentlich hier. Jetzt muss ich gerade relativ schnell reagieren. Das war wie so ein Zoom gerade. Dankeschön. Sehr nett. Also so gefällt es mir in der Ukraine. Aber ich will hier ganz kurz mal ran, mal die Preise hier mal checkern. Wie mir mal was zu trinken holen. Ein Kollege tankt hier. Das finde ich auch mal schön gemacht. Wenn hier nicht immer alles frei ist. Oh, 63 Cent. Muss man denn schon? Ne, wir müssen noch nicht. Ich fahr mal da hinten hin, dann muss ich jetzt hier noch nicht tanken. Upsala, ein bisschen weit rechts. Schlafen wollen wir auch noch nicht.
Aber hier mal kurz mal abstellen. So, Freunde, ich gehe mir mal kurz was hier zu trinken holen, kleine Pause machen. Wir sehen uns gleich wieder. Schön hier. Sehr, sehr schön. Nette Leute, richtig entspannte Stimmung hier. So kann man sich gefallen lassen. Ja, aber gehen wir mal zurück zum Zug. Ich habe hier einen schönen leckeren Brennnesseltee mit Honig bekommen. Wer es noch nicht probiert hat, einfach mal probieren, Augen zu und durch, ne? Wie das gehört. Aber wir können dann halt wieder zurück zum Zug gehen. Ich muss heute noch ein bisschen fahren. Tatsächlich habe ich hier einen Salbei-Tee stehen mit Honig. Auch eine sehr, sehr leckere Alternative. Kann ich auch sehr empfehlen. Und aber jetzt freue ich mich auch schon wieder darauf weiter. Oh, schöner MAN hier. Ja, also seitdem ich jetzt selber einen habe. Ich fand es ja schon immer nicht schlecht. Hat man allerdings nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Oh, es gab Geld. Michaela, wunderbar. Der Kollege ist ein bisschen schneller fertig als ich. So, schaffen wir das auch? Nein, das schaffen wir nicht. Oh, diese Alter, was ist denn los? Das ist ja echte Trucker-Romantik hier. Dankeschön. Oh, jetzt muss ich mich russisch wieder hier kyrillisch anfreunden. Oh, das war jetzt irgendwie Gift. Naja, Ortsausgangsschild nochmal lesen. Wir sehen Michaela, die hat Geld reingebracht. Und damit ich das jetzt hier besser lerne, will ich selber mal gucken, wo die Michaela eingesetzt ist. Michaela in Warschau, das ist die neue Michaela, Mitarbeiterin von Marian. Ja, ich habe da ein bisschen umdisponiert. Und wie gesagt, ach so, was ich ja noch sagen wollte, der RJL, sprich mein Nordhessenliner, der ist auch im Betrieb, muss jetzt sein. Und zwar ist jetzt, der hat Urlaub, der Mann von der Else eingesprungen. Das hatte ich euch noch nicht erzählt, der fährt. Ich habe dafür jetzt erstmal Else drinne stehen lassen. Also ihr Freund ist noch nicht ganz der Mann, aber hey, so gut wie die sich verstehen, passt das schon, denke ich. Oh. Gil, ne, ist ein L. L, dann so ein Weichton, Wiff, Lüwiff, oder? Eieieiei, dass sie jetzt da offenbar jetzt auch ja ganz schöne Schwächen. Ich habe das mal 5 Jahre in der Schule gehabt, Russisch. Ich habe es gehasst. Nicht, weil es russisch ist, sondern es war so aufgezwungen. Und oh, hier Volvo. Halt Schüler, ne? Da weiß es noch nicht zu schätzen, wie wichtig Sprachen sind. Jetzt wäre es eigentlich ganz schön gewesen, wenn ich es doch ein bisschen zu mehr zu schätzen gewusst hätte. Ich war nicht schlecht im Russisch. Ich meine immer irgendwo bei 2, keine 1. Natürlich stehle ich aus meiner Tom Diesel-Tasse. Na, schafft man das? Ja, das schafft man. Und mir fehlt allerdings halt die Übung. Da ist man aber schnell wieder dran. Also im Lesen. Sprechen das nochmal auseinander aus. Und verstehen auch. Lil. Da wollen wir mal auf die Karte gucken hier. Was ist denn das? Lil-Wiff. Ah, das ist auch kyrillisch hier. Lil. Das ist ein W, ne? Lil-Wiff. Lil. Ne, das ist W. Was? Was ist denn da? Ein I wird doch eigentlich anders geschrieben, auf Russisch oder Kyrillisch zumindest. Das ist Ternopil. Ternopil? Chjeln.
Nietzsche. Oh Gott, ich will. Oh mal, das hat was von Abenteuer, Leute. Wenn man nicht lesen kann, wo man ist. So, so fühle ich mich wie damals in China. Guckt euch mal diese eiskalt nach vorn verlaufende schöne Allee hier an. Das ist schön. Kannst du Holz rausholen ohne Ende. Wie diese Holzstapel rechts zeigen. Die haben ja Wald noch und nöcher. Ja, und Wasser, ne? Auf den Feldern da. Kommt wahrscheinlich reichlich Regen hier. Eine Sumpflandschaft. Ganze Zeit laberst und noch Kaffee trinkst. Ich versuche das wieder so reduziert zu halten mit dem Kaffee. Der dehydriert halt, der trocknet richtig aus, der Kaffee. Da ist Tee einfach was Schöneres. Da ist auch einen schönen Rastplatz gegeben. Immer schon ordentlich ein Stückchen von zu Hause entfernt. Ich freue mich auch hier über die anderen Prefabs hier hinten. Schöner Magnum. Oh, da hinten ist eine riesige Brücke. Fahren wir unten drunter durch. Was gehört ja auch dazu, wenn du dann in die Länder reinfährst, wo Kyrillisch ist, auch in der Realität, da guckst du auch erstmal, da ist auch nicht alles auf Englisch, beziehungsweise arabische Buchstaben. Zahlen, Quatsch, Buchstaben, arabische, Schwachsinn. Das mach erstmal am Gucken. Und versuchen da mitzukommen und das finde ich ganz gut hier. Das ist einfach authentisch. So, ein schöner Bänzchen, ne? Ein Gülden. Mm. Auf jeden Fall mit 4 Chrom. So, so langsam müssen wir uns allerdings mal hier nach einem Schlafplatz umsehen. Ja, morgen noch so knappe 200 Kilometer, denke ich mal, hinter uns. Vor uns müssen wir auch die Zeit jetzt gerade in der Pause ein bisschen oben einrechnen. Ja. Nächste Parkplatz, denke ich mal. Das wird unserer. Lass uns mal kurz gucken, wo der kommt. Ja, hier rum. Eigentlich wollte ich hier vorne den hier haben. Aber ob es jetzt der hier ist, wenn wir hier denn überhaupt dürfen, der oder hier vorne auf der Autobahn, der mir fast lieber wäre, weil der so ein bisschen abgelegen auf der Autobahn ist. Wobei, glaube ich sowieso, schnurzpiepegal. Ui, Marian. Marian hat gut eingefahren. Schön. 5400, da kann ich wenigstens in Ruhe in die Nachtruhe reingehen. Dass wir uns da mal langsam wieder ein bisschen stabilisieren. Und man merkt ja auch, der Freund von Else, der bringt auch schon einiges. Und naja,
nicht so schön ist, dass mein schöner Nordhessen-Liner in Betrieb ist. Aber wie gesagt, er kann jetzt auch nur jetzt die 2 Wochen arbeiten. Bei Else tut das auch auf der anderen Seite wahnsinnig leid, dass sie jetzt nicht ran kann. Und haben sich unterhalten. Er war sowieso arbeitssuchend. Und insofern hat das gut gepasst jetzt. Und er hat Erfahrung. Sonst hätte ich ihm den Nordhessen-Liner nicht gegeben. Und dann hätte ich zum Daniel gesagt, hier komm, tausch durch, nimm deinen DAF. Und aber er hat viel Erfahrung. Für Else springt jetzt die Krankenversicherung ins Gehalt ein und ich habe ihm dann erstmal einen vorübergehenden Vertrag gegeben. Zumindest für die 2 Wochen. Aber mal gucken, wenn er sich gut macht. Wenn er sich gut macht, ich meine, ich brauche Infahrer für den Martini-Liner, ne? Der noch kommt. Kann man sich das echt überlegen. Er ist ja 26 Jahre, er ist glaube ich 34 oder sowas und ist auch knappe 8 Jahre LKW gefahren. Und ihr wisst, am liebsten würde ich den Nordhessen-Liner stehen lassen, aber es ist halt mein Baby, mein Zuhause. Es ist aber die wirtschaftliche Situation lässt nichts anderes zu. Also wenn ich ihn stehen lasse, habe ich das Problem, steht vielleicht die komplette Firma, weil einfach der Umsatz nicht reicht, um die enormen Ausgaben, die wir haben, zu decken. Und wie gesagt, die Bank will irgendwann auch ihre 20.000 da zurückhaben. Und da müssen halt alle Fahrzeuge, auch so sehr mir das Herz blutet, die müssen in Betrieb gehen. Bringt alles nichts. $18.27, die müssen wir raus. Bringt alles nichts. Platz ist noch frei. Nur der Schwellersauflieger halt der Wirten, der steht. Denn außer Marian und Ronald, die haben selber zu tun, traut sich das keiner. Ronald wollte ich nicht schon wieder aus seinem S500 rausholen. Der ist so froh, dass er drin ist. Das wäre noch neben Marian wie gesagt, und Mille und vielleicht Daniel, auch der, dem ich das am ehesten mit vertrauen würde, so im Zug. Aber so zu machen, hilft jetzt alles nichts. Es ist nicht meine Traumlösung, aber da hat natürlich der Freund von der Else auch erstmal einen unheimlichen Vertrauensvorschuss. Und dann muss er sich beweisen. Mal gucken, wie gut er das macht. So, Freunde der Sonne, haben wir es für heute geschafft. Lichtlein aus. Eieieiei. Aber wir haben es gut geschafft. Wir haben 5.400 Euro auf dem Konto. Also das beruhigt mich schon mal. Da hatte ich schon so ein bisschen Schiss heute. Hoffentlich kommt das ganze Geld von den Kunden noch rein. Wir sagen, wir können ein bisschen aussteigen hier. Und also da bin ich schon mal ein bisschen beruhigt. Ich bin auch beruhigt bislang. Lübt hier alles seidencremig. Also alles prima. Und ich würde mich dann hier verabschieden, mal gucken, also hier kann ich ein bisschen durch, ich will auch mal wieder laufen gehen, also war ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr, das brauche ich jetzt gerade nach so einem ganzen Tag hocken und dann mal gucken, ich werde auch mal schauen, wie lange die offen haben, ich müsste mir noch was zu essen holen, das habe ich jetzt in Warschau irgendwie alles nicht mehr geschafft, gestern Abend, also da muss ich ein bisschen in die Tasche greifen, mir ein bisschen was holen, aber ich habe hier hinten noch einen Obststand gesehen, mal gucken, ob die nachher noch offen haben. Und ansonsten oder morgen nach der Abladestelle für heute Abend habe ich noch ein bisschen was zu essen. Für morgen früh wird es auch reichen. Dann gucke ich hier mal zum Kiosk. Das kriegen wir schon hin.
Und morgen nach dem Abladen gucke ich mal, ob ich da nicht irgendwo eine Kaufhalle finde, weil es geht ja weiter Richtung Osten. Und dann schauen wir mal, würde ich sagen. Jo, schön, dass ihr dabei wart. Eskaliert den Like-Button, wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder auf dem Weg nach Osten. Ne? Bis dahin, meine Lieben, euer Tom. Ciao.